Hallo, willkommen bei Neupart bei Zelda Twilight Princess HD. Hier nicht der Simia stehen geblieben. Jetzt wollen wir da weitermachen. Ab in den nächsten Tempel. Wie schon der letzte Part gesagt, ist eine andere Zeit. Deswegen führt er uns jetzt zu einer ganz anderen Welt. Jo, hier ist die Ocarina von damals. Also der Zeit eher gesagt. Selbst der Ton ist ganz genauso. Das Einzige, was mir etwas gestört hat damals, dass ich ganz genauso aussehen, aber na gut, das sieht ja auch moderner aus. So. Ich habe sogar immer noch die Feder dabei, die mir damals von den Wassertempel hatte. Kann dir ja kurz mal zeigen. Sieht ihr da oben? Oben der Item, die Flasse. Da ist die Fee. Aber na gut. Die habe ich sogar bis jetzt immer noch behalten. Hier ist ja der Raum, wo das Schwert auch gesteckt hatte. Nur eben damals bei der kaputten Raum, die andere Zeit. So, jetzt wollen wir den Tempel hier auch mal machen. Also das Spiel haben wir ja fast schon durchgespielt, weil ich fast müsste erst noch den Tempel erledigen, danach muss ich mir einen anderen Tempel erledigen. Und das wird noch bis am Sonntag bestimmt dauern. So, hier wäre mir einmal. Ja, mit da kann ich schon selber lösen. So, erstmal die Vase hier abstellen. Ah, da geht eine Türe hoch. Okay, eigentlich hat das Ding dafür gedacht, für das Raufstellen, aber na gut. So, gehen wir hier erstmal nach oben. Ja, komm. So. Wenn man hier das hier nicht schon dabei hat und am besten schon aufgefüllt. Ist das blöd. Hoffentlich kann man irgendwo ein Tempel, das ich auffülle, oder das war das einzige Mal, wo ich das machen musste. Deswegen bin ich damit jetzt sehr, sehr sparsam. Sofort, wie ich die angesehen habe, auf jeden Fall ein neues Item daran setzen. Ansonsten müssen wir woanders hin, wo wir das Zeug auffüllen können. So, erstmal diese Türe hier. Okay. Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir nicht. Doch. So, Moment, hol die große Vase.
Ah. Okay, ich sehe nur Feuer und Bogen drin, aber können wir bestimmt später gebrauchen. So. Da komme ich hier weiter. Hallo. Die Technik ist geil. So. Ich werde wieder einstecken. Können wir die Technik gerne normal ausüben. Hallo. Die ist so geil, ich sag's euch. Damit können wir die Monster einen Schlag erledigen. Wenn man dich rauf hat. Deswegen sage ich da immer zu dem Wolf hingehe. Dann wird mir die Technik ja auch immer besser. Ich weiß, unser Charakter. Aber natürlich nicht gegen jede hier. Gegen den brauchen wir zum Beispiel diese Technik hier. Mann, lass mal an der Rücke ran. Hallo. So. Ah, eine Truhe haben wir hier. Aber vorher muss ich gerne noch wieder herzholen. So, was haben wir hier drin? So, das wäre schon mal die Karte von den Dungeon hier. So, wie schon gesagt, werden wir erstmal hier Dinge da voll machen. Und dann noch das andere Teil. So. Das ist immer super. Okay, hier kommen einfach nur durch die Türe. Da können wir so in den Hauptraum. Okay. Was haben wir hier? Okay. So. Schön erledigt. Mann. So. Nochmal erledigt. So, dann brauchen wir auch das Item hier. Okay, Türe ist zu. Okay, dann gehen wir kurz mal runter. Müssen unter bestimmt alle Gegner erledigen. Komm, Bombe. Ich geh mit dir auf den Sack. Die fiese Insekte hier. Oh, Bombe haben wir nur noch 4. Sehr schade.
Auf Fallen Boge haben wir noch 19. Bei der Schloss gibt es so eine Quest. Da kann man zum Beispiel unter anderem mehr Pfeile tragen. Das hier müssen wir bestimmt. Warum geht denn das Ding da auf? Will ich mal gucken, warum ging das auf? Da brauchen wir dann so Item, um da weiterzukommen. So, ich weiß es gerade nicht. Das Teil müssen wir einfach nur nach oben mit das Teil hier. So. Na toll. Wir kurz einmal rum. Okay. Müsste bestimmt jetzt das Teil da vorne hinbringen. So, Nummer 1. Boah, habt ihr fast gepackt. Also komm. Dann das zweite Teil. Kreuzwechsel. Wieder rüber. Habt ihr das gesehen? Das war knapp. So, absolut Ruhe. Irgendein Stempel, okay. Und der Raum müsste ich wieder noch mehr machen können. Ja, was halt erstmal die Gegner erledigen. Komm, weg hier. So, hier bekommen wir bestimmt einen Schlüssel. Wofür denn sonst? So, gehe ich einfach mal voraus. Ja, hier haben wir einen Schlüssel. Supi. So, dann nehmen wir die Türe, die zugesperrt ist. So, mal nur Pfeile holen. So, schnell reagiert, das ist sauber. Bestimmt von hier aus, weil die Wand geht dann zu. So, müsste erstmal bis ganz nach oben.
So. Aber die Truhe hier hole ich mir zuerst, bevor ich die Tür wieder zumachen werde. Das ist ganz wichtig. Haben wir den Kompass immerhin. Ich glaube, genauso gut ein Schlüssel sein könne, wo wir den nächsten Raum dann weiter können. So, jetzt von hier aus. So. So, und gehen wir hier weiter. So. Na. Ewig. Na. Sit. So und zack. So schnell Pfeile. Mann, oh Mann, oh Mann. So, Mann, geht der Typ auf die Nerven. Also auf jeden Fall wieder Pfeile und Boge, also Pfeile hauptsächlich, zum Glück. So. Was heißt das? Ich glaube, diese Technik bringt da gar nichts gegen ihn. Mann, oh Mann. Der ist ganz ein harter Mistkerl. So. Den Raum hätten wir auf jeden Fall hinter uns. Müsste jetzt bis ganz nach oben. Mann, komm.
So. So, erstmal alle Kerle erledige. Ich glaube, wir bekommen sogar dann was, wenn wir alle erledigen. So, dann die paar. So. Dann haben wir noch eine Truhe. Habe ich da irgendwie gewusst. Ja komm, die können wir nicht mehr tragen. Wo haben dann den Mist da gemacht? Gut. Später müssen wir nach oben. Wie geht das Teil nach oben? So. Wofür ist das Teil da? Okay, gucke ich da einfach später mal. Ja, auf jeden Fall müssen wir später da hoch. Irgendwie. Muss ich dann nachher mal gucken. Geht auf jeden Fall da erst etwas später, wenn wir erst dann das Item haben. So. Erledigt. So, was haben wir denn hier drin? Ein neuer Schlüssel, super. Oh. Dann werden wir das Teil da mitnehmen. Warte mal auf den Verkehr. Damit können wir diese Türe da vorne aufmachen. Sauber. Wie weit müssen wir jetzt immer noch? So. Okay, kümmere mich gleich rum. Ich besiege erstmal die beiden Klötze hier. So. So, was haben wir jetzt hier drin? Nur ein paar Rubine. Okay, dafür geht die Tür hier auf. Wofür ist das hier? Hm. Das ist mir das Teil, ob ich später hier brauche.
da hochbekommen können. So. Okay, wir sind endlich am Ende. Also zum endlich mal ganz oben. Haben wir den Bereich immer so hinter uns. So. Den Typ des Balls können wir nur mit dieser Technik hier Blatt machen. So, werden wir dies auf jeden Fall mal machen. So, komm, zack. Jawohl. Und jawohl. So, der wird immer dünner. Der verliert immer seine Rüstungsteile. Aber jetzt wird er leider mega schnell. Ja, sieht man das? So, dann woll, komm. Nein. Okay, der Gegner hat mich erledigt. Hier bekomme ich sehr wahrscheinlich das Dungeon-Item. So, ich denke mal, ich werde das Teil da noch da oben runternehmen. Und dann werde ich den Part hier an dieser Stelle mal beenden. Dann werde ich mir den nächsten Partner sehr wahrscheinlich auch dann den Endboss machen, je nachdem wie weit mir dann kommen werde. Ah, so, geht das? Ja. So. Wie geht das Ding jetzt? Nein, damit können wir nur zurückziehen, schade. Genau. Nee. Wir können ja bestimmt irgendwie schlagen damit. Das will ich kosten nochmal austesten, wie es geht. Nee, damit geht da alles nur zurück. Okay. Nee, irgendwie nicht. Ah. Mit dieselbe Taste kann man schlagen. Und ich habe damit leider selbst erwischt. Mit dieselbe Taste kann man schlagen. Okay, gut. Dann sage ich mal an dieser Stelle hier beende ich den Part. In der nächsten Part bringen wir das bis da runter. Und vielleicht packt mir schon bis zum nächsten Part, bis zu der Endboss. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.